Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um das schicke Wombata Mount, auf dem ich hier gerade sitze. Und dieses Wombata Mount schimpft sich einmal Herzlicht Wombata. Das können wir hier in Seramortis unterspielen, indem wir uns das einfach von einem Händler kaufen. Ganz so leicht ist es jetzt nicht. Der Händler befindet sich hier auf den Koordinaten 34, 64 in der Zuflucht. Und das ist einmal hier hinten an dem Zelt dran. Dieser Händler, wo haben wir ihn? Da unten drin, unter dem Dino ist er. Vilo schimpft sich der. Und das ist der Rufhändler der Fraktion, die Erleuchteten. Sobald ihr dann einen ehrfürchtigen Ruf habt, könnt ihr euch das Mount kaufen gegen 5000 Anima. Wenn ihr es euch wie ich bereits gekauft habt, dann wird es hier tatsächlich nicht mehr angezeigt. Das Anima kriegt ihr relativ easy, einfach hier in der Zone, über alle möglichen Aktivitäten, am besten tatsächlich über die Kisten, die ihr hier farmen könnt. Und zum Ruf will ich euch jetzt vielleicht noch das ein oder andere erzählen. Erstmal schauen wir uns vielleicht noch das Mount Special an. Wie bei den anderen Wombata ist es relativ unspektakulär, wie ihr seht. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf den Ruf ein. Ruf farmt ihr am besten, indem ihr hier im Lager bei Bolvar eine Weekly Quest annehmt. Die könnt ihr damit abschließen, dass ihr einen Balken auffüllt. Und diesen Balken füllt ihr damit auf, dass ihr dementsprechend hier in der Zone Rares tötet, Kisten aufmacht, World Quest abschließt und Daily Quest abschließt. Zusätzlich gibt es jeden Tag drei World Quests. Diese drei World Quests bringen euch jeweils 125 Ruf. Und dann kriegt ihr auch noch Ruf, indem ihr Rares tötet. Die kleineren bringen, glaube ich, 10 Ruf und die größeren 15 Ruf. Das sind zwar nicht immer alle jeden Tag da, aber zumindest so zwei Drittel der Rares sind jeden Tag da. Könnt ihr theoretisch auch noch abfarmen. Zusätzlich könnt ihr auch noch in den Raid gehen. Da ist es so, dass jeder Boss 50 Ruf bringt und starke Trash-Mobs bringen euch ebenfalls 50 Ruf. Ich persönlich mache so, dass ich lediglich jeden Tag die drei World Quests erledige. Damit reicht es eigentlich schon, dass man den Weekly Balken auch auffüllt. Und dann habe ich sowohl die Weekly Quest als auch die World Quest Rufbelohnungen und fahre damit eigentlich relativ gut. Krieg so ja, 5000 Ruf die Woche etwa nach oben. Wer natürlich mehr machen will, kann alle Rares jeden Tag killen, kann die Raid Bosse alle noch mitnehmen und das Ganze ein bisschen ausmaxen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.